An diesem wunderschönen sonnigen Sonntag sitze ich hier in Essen vor unserer Waschstation. Irgendwas ist anders und das werde ich jetzt mal erfragen. Christine, ich habe mir gerade die Frage gestellt, was ist hier heute in Essen los? Jetzt stelle ich sie dir. Was ist hier heute in Essen los? Ja, wir haben heute die offizielle Einweihung und Eröffnung unserer neuen Rettungsstation und Ausbildungszentrum und wir feiern auch unseren 90-jährigen Geburtstag des Bezirks Essen. Gestern Abend gab es ja schon wirklich eine super Mitarbeiterfeier hier. Jetzt die Veranstaltung, was viel Arbeit ist, vorzubereiten, zu planen. Ja, aber ich habe ja zum Glück viele Leute, die mich unterstützt haben. Die Helfer hier an der Rettungsstation, die haben mitgeholfen beim Aufbauen. Der Jugendvorstand hat geholfen beim Einkaufen, beim Vorbereiten. Und ganz stolz bin ich natürlich auf unser Jet-Team. Die unterstützen uns hier heute super als die Servicekräfte. Und da bin ich richtig stolz drauf. Die machen das echt super. Was für neue Möglichkeiten ergeben sich durch die Wache, durch die neue Wache denn für die Verbandskommunikation? Ja, also wir haben jetzt das große Glück, auch endlich einen eigenen Raum für unser Material zu haben. Das war ja vorher bei uns in der Geschäftsstelle in Altendorf aus Resort. Und jetzt haben wir es ja zum Glück endlich auch zentral hier an der Wache. Und da müssen wir nicht immer hin und her fahren, sondern haben das an einem Punkt und das erspart viel Arbeit. Andreas, eine schöne neue große Wache hier in Essen. Was verändert sich gerade für die Wasserretter im Einsatz für den Bezirk? Ja, eine große Veränderung ist eigentlich, dass wir jetzt viel, viel mehr Platz haben. Also wir haben vorher eigentlich noch auf einem Bau gesessen, der ja, jetzt schon 30 Jahre alt ist. Also das war auch schon ein Anbau. Unsere Boote mussten ja fast schon Tetris-like geparkt werden. Die Fahrzeuge standen hintereinander. Im Einsatzfall war das immer ein großes Durcheinander, bis man wirklich einsatzbereit ist. Mittlerweile haben wir jetzt durch den Anbau eine schöne große Bootshalle, wo die Boote separat stehen können. Unsere Fahrzeuge stehen in der eigenen Halle. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, unser Ausbildungsbereich ist auch enorm vergrößert worden. Also wir hatten ja vorher einen relativ kleinen Schulungsraum, so von 25, 30 Quadratmetern. Jetzt können wir endlich auf einen Schulungsraum zugreifen, der über 90 Quadratmeter hat, auch geteilt werden kann, sodass man auch zwei Schulungen parallel laufen lassen kann und das Ganze auch getrennt vom eigentlichen Wachbetrieb, sodass wir uns da auch nicht mehr in die Quere kommen, was ein echter Vorteil dann auch ist. Früher mussten wir teilweise auch ausweichen, weil einfach dann die Wache oder die Station an sich zu eng wurde. Jetzt können wir das aus eigener Kraft stemmen und auch mit eigenen Räumlichkeiten realisieren. Also durch den Anbau an sich haben wir noch zwei Benefits mit hinzubekommen. Zum einen konnten wir unsere Geschäftsstelle hier runterziehen. Die hatten wir früher in Essen-Altendorf in einer kleinen Souterrain-Wohnung, nicht besonders attraktiv. Ich möchte da nicht unbedingt arbeiten. Unsere Geschäftsführerin musste da wirklich, ich würde mal sagen, leiden an der einen oder anderen Stelle. Die hat jetzt ein schönes Büro direkt in unserer neuen Wachstation, angrenzend zu unserem Schulungsbereich, was eben auch den zweiten Vorteil mit sich bringt, dass wir nämlich auch jetzt während der Woche jemanden immer hier an der Wachstation und der Ausbildungsstation haben, sodass auch zum Beispiel die Räume, gerade die Schulungsräume, auch extern vermietet werden können. Wir haben da ja die Möglichkeit, die aufzuteilen. Das heißt, wir haben großen und kleinen Raum. Die sind mit Beamern und Ähnlichem ausgestattet. Und dadurch, dass die Geschäftsstelle direkt dabei ist, kann auch jemand direkt aufmachen, also die Räumlichkeiten aufschließen, die Leute begrüßen und Küchen, Einweisungen etc. pp. Geben. Jetzt bist du ja auch Mitglied des vorhin genannten Bauausschusses gewesen. Was sind die größten Hürden gewesen, die größten Herausforderungen bei der Realisation dieses Bauvorhabens? Also die größte Hürde ist, glaube ich, das Grundstück an sich. Also ursprünglich war ja mal geplant, den Bau zweistöckig zu machen. Also Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und darüber noch ein Staffelgeschoss zu setzen. Das war auch alles soweit genehmigt. Der Statiker hatte auch erstmal grünes Licht gegeben. Dann haben wir aber aus eine Eingebung einfach mal gesagt, wir gucken uns den Boden aber trotzdem nochmal an, lassen Bodengutachten machen. Und dann war das zweite Geschoss, also das Staffelgeschoss, dann auch Geschichte, weil nämlich dann alle gesagt haben, nee, also das funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, wir mussten mit der gesamten Planung nochmal neu loslegen und haben dann den Bau ein bisschen verändert, sind dann in eine L-Form gegangen, um trotzdem die Flächen zu bekommen.
und haben dann nur noch mit dem einen Geschoss gearbeitet. Aber auch da kam dann wieder die Überraschung, nämlich als dann das Fundament gegossen werden musste, haben wir, ich glaube, ja, so viel Beton hier reingekippt. Also da hätten wir auch einen kleinen Luftschutzbunker draus bauen können. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir auch einen unten drin. Jedenfalls wird, ich glaube, alles hier, wenn ja irgendwann mal alles hier in Schutt und Asche ist, das Fundament wird immer noch stehen bleiben. Also das ist sehr massiv geworden. Das war halt eine Überraschung, die hat uns auch viel Geld gekostet. Eine zweite Überraschung war dann eigentlich auch, als dann endlich das Dach gedeckt werden musste oder das neue Dach gemacht werden musste und der Dachdecker oben auf dem Dach stand und sich gedacht hat, ja prima, ich mache jetzt halt das neue Dach. Aber ihr solltet euch mal überlegen, auch das andere, also das alte Dach noch fertig zu machen, weil das macht es nicht mehr länger als ein Jahr. Sodass da auch nochmal direkt Kosten auf uns zugekommen sind. Das sind jetzt eigentlich die größeren Positionen gewesen, die hinzugekommen sind, monetär. Zusätzlich gibt es natürlich immer diese Kleinigkeiten. Also wir bauen hier an einem ursprünglichen Bau, der 1939 gebaut wurde, also kurz vor dem Krieg. Dann in den 60er, 70er Jahren erweitert wurde, dann in den 80er Jahren nochmal erweitert wurde. Und ich sag mal, jeder, der in der DLRG oder in einer ehrenamtlichen Organisation ist, weiß, das wurde früher so in Hand- und Spanndiensten gemacht. Da wurde jetzt auch nicht unbedingt auf die Norm geachtet, vielleicht gab es die auch noch nicht. Unsere Handwerker, die hier tätig waren, die haben schon Blut und Wasser geschwitzt. Die einzelnen Gewerke haben auch teilweise ein bisschen länger gedauert, weil wenn der Elektriker dann angerufen hat und hat gesagt, ich habe hier eine Strippe in der Hand, ich weiß gar nicht, wohin die gehört, die sieht auch ein bisschen älter aus, braucht ihr die noch? Da kommt man schon ins Grübeln und telefoniert dann die etwas älteren Mitglieder an, die vielleicht dann schon in den 50er Jahren dabei waren und fragt mal, wisst ihr was von der Leitung, die irgendwo hier aus dem Haus rausgeht und irgendwo wieder reinkommt? Also das sind dann so die kleineren Anekdötchen. Glücklicherweise haben wir das alles jetzt hinter uns. Die gesamte Installation ist neu, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass wir dann in den nächsten 30 Jahren erstmal kein Problem damit haben und keiner anruft und sagt, braucht ihr diese Leitung hier noch?